Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir programmieren C Sharp. Dieses Mal wollen wir uns ansehen das Switch Statement. Ja, Switch Statement, schauen wir es her. Ich habe wieder das Programm offen vom letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir ja da praktisch irgendwie hängen geblieben und gesagt, puh, wenn wir da mehr machen wie Addition und Subtraktion, haben wir wirklich viele Ifs untereinander. Und deswegen verwenden wir das Switch-Statement. Nun, wie schaut das Switch-Statement aus? Das kommt natürlich da, statt die Ifs hin. Ja. Schreiben wir Switch. Switch ist nicht schlecht. Und da drin schreiben wir dieses Mal aber keine Bedingung, sondern dieses Mal schauen wir nur die Variable, die wir verwenden wollen. Okay. Das ist, ja, geschwungene Klammer auf, Klammer zu. So haben wir das. Ja. Und jetzt gibt es da drinnen verschiedene Fälle. Ein Fall auf Englisch heißt Case. Ja, Switch schalten im Fall von irgendwas. Ja, also ich kann schreiben Case. Und jetzt plus Doppelpunkt. Im Fall, das plus ist, mach da weiter. Okay. Da schreibe ich daneben Addition. Ja. Addition. Dann nehme ich natürlich da das Ergebnis, das hier. Und dann machen wir noch Case minus Subtraktion. Und dann machen wir das Ergebnis, das da. Verschieben wir nach oben. Ja. Passt. Ja. Passt, passt. Und jetzt kann ich das da unten weglöschen. Und wir sehen, es baut schon kürzer. Baut schon kürzer. Ja. Was mir nicht gefällt, sind diese roten Linien. Das verstehe ich noch nicht ganz. Warum ist das jetzt so? Warum ist das jetzt so? Ja, weil ich muss dieses Case beenden. Nämlich mit Break. Schau her. Tab. Passt. Break löst es praktisch auf. Ja, und dann schreiben wir auch Break. Also sagen wir, hey, da ist aus, das ist Case aus. Wenn nämlich, es würde einfach durchlaufen, wenn ich dieses Break hier nicht hätte. Ja, wenn ich dieses Break hier nicht hätte, würde es einfach durchlaufen. Aber das kann es in diesem Fall gar nicht. Das geht zum Beispiel bei Integer-Werten. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ja, also ich brauche dieses Break praktisch als Abschluss dieses Cases. Ja. Gut, schauen wir uns das an. Play müsste genauso funktionieren wie vorher. 12, 14, plus, ich addiere. Passt, addieren funktioniert einmal. Ja. Play, 12, 14, minus, Subtraktion geht auch. Ja. Und wir sehen, dieses Switch-Statement, ja, das ist ziemlich cool, ja, weil es ziemlich kurz wird alles. Ja, also wenn eine Variable je nach Inhalt praktisch unterschiedliche Aktionen auslösen soll, dann ist so ein Switch-Statement sehr gut. So kann man auch zum Beispiel Ablaufsteuerungen sehr gut lösen. Ja, also so eine State-Machine, wenn man sagt, okay, ich bin im Schritt 1, ich bin im Schritt 2, ich bin im Schritt 3 und so weiter, kann man so ein Switch-Statement sagen, Switch-Schritt, ja, Variable Schritt, wo ich gespeichert habe, in welchem Schritt ich bin, Case 1, 2, 3, und da kann ich ganz verschiedene Sachen machen. Ja. Da kann ich dann alles Mögliche hineinprogrammieren, was halt in dem Ablauf eins nach dem anderen passieren soll. Ja. State-Machine kann man da machen. Ist ganz cool. Ja, Switch Statement. So funktioniert das. So funktioniert das. Ja. Schreibe das Ganze nur ein bisschen auf, ja, auf einen Zettel. Und ja, dann sehen wir weiter. Was mir nämlich noch nicht ganz hundertprozentig gefällt, muss ich sagen, ist, dass das Gerät einfach ruhe. Ja. Das läuft nach unten. Ja. Außerdem diese Dings gefallen mir nicht, ja. Also wenn man das sich anschaut, dass das da so einfach da steht, ja. So untereinander. Es wäre doch schön, wenn wir das irgendwie einrücken könnten. Wenn es eine Option eingerückt, etwas und so weiter. Das wollen wir sich anschauen. Da gibt es sogenannte Escape
Sequenzen, ja, Escape-Sequenzen, das werden wir uns in nächster Zeit, das gehen wir sehen. Ja. Außerdem, wie gesagt, dass das einfach durchläuft und dass ich nicht einfach sagen kann, okay, nächste Zahl zusammen und so, wie bei einem Rechner und dann irgendwann sagen, okay, passt, bin fertig, Escape, ja, zum Beispiel. Ja. Werden wir uns ansehen das nächste Mal. Für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.